So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Direkt nach der Essen Motorshow geht es wie gewohnt im Vollchaos bei uns in der Werkstatt direkt weiter, weil Herr Wehmeier möchte unbedingt seinen Unterboden glatt machen. Hi, hallo. In irgendeinem Video Mitte letzten Jahres hatten wir damit aufgehört und angesprochen, dass du so einen dezenten Diffusor bauen wolltest. Ja, ist doch dezent geworden. Ich denke, mittlerweile hat ihn halb Deutschland schon gesehen. Ja, Essen Motorshow und so war schon. Wir sind aber noch gar nicht drauf eingegangen. Wir hatten im letzten Video nachgefragt, wie der am besten aussehen sollte. Mhm. Da kamen einige Kommentare irgendwas zwischen 8 und 10 Grad. Ja. Das hast du auch hinbekommen? 8, 6, 8, 7 habe ich ausgerechnet, also um die 9 Grad. Um die 9 Grad ungefähr, ne? Sieht auf jeden Fall monströs aus. Ja, passt zu der dekadenten Aber ich finde so, gerade so auch beides in schwarz-matt, Kombination mit der Stoßstange in schwarz-matt, ne? Hat irgendwie was, ne? Mhm. Also, ja. Sieht schon männlich aus, so das Ganze jetzt, ne? Ja, vor allem haben wir halt echt schön Fläche gewonnen. So. Also eigentlich ist es ziemlich genau so geworden, wie ich es mir erhofft hatte. Wirklich maximal breit, hier geht gerade noch meine Hand zwischen Räder und Diffusor. Ja, da kommen halt die Handbremsseile, also mehr wäre nicht gegangen. Und bis zur Achse nach vorne, das ging jetzt aber halt auch nur, weil wir den Tank weggenommen haben. Genau, jetzt erinnere ich mich nämlich auch wieder an das Video. Das letzte Video war, wir hatten das Auto auf der Bühne und haben gewogen, die ganze Scheiße, die wir rausgeschmissen haben. Ne? Die Aluplatten und so weiter. Ja. So, und dann ging es los mit Diffusor bauen. Wie bist du dabei vorgegangen? Eigentlich, also ich bin da ja immer so ein bisschen pragmatisch. Ich habe, muss ich dazu sagen, leider etwas aus dem Auto ausgeschnitten. Also das Abschlussblech geht ähnlich weit wie die Stoßstange. Mhm. Das habe ich also an der Stelle ausgespart. Sieht man meinen Finger, René? Ich hoffe irgendwie. Auch ungefähr so 3 cm wie die Stoßstange ist. Und dann gerade so an der Reserveradmulde vorbei in Richtung Achse. So, das war eigentlich so mein Plan. Und das hat dann, also ich habe mich natürlich mit dem Winkel ein bisschen befasst und dann hat das eigentlich so jetzt die Flucht ergeben, wie sie jetzt aktuell ist. An der Achse konntest du nicht höher. Der Punkt ist fest vorgegeben. Ich werde noch minimal höher gehen, damit das Teil davor jetzt nicht so abschüssig steht. Schlussendlich habe ich quasi die Schrauben von den Achslagern als Aufnahmepunkte genommen. Mhm, so, ne? Also unter die Mutter, das drunter gelegt und wieder festgezogen. Mhm. Und hier ist das Ding richtig auch da sind Winkel Halter an der Karosse, genau, das reißt so schnell keiner. Da kannst du dich draufstellen. Und das ist alles Alu? 1,5er Alu, ja, dicker wollte ich nicht. Gibt jetzt vielleicht einige, die sagen, das hätte stabiler sein müssen. Aber eigentlich soll es ja nur ein bisschen definieren, nicht irgendwie... Und geil aussehen. Ja. Ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare wegen dem Einser da oben. Ja. Oder wegen der Mofa oder wegen den ganzen Teilen, die da noch sind. Der halben Limo, die da liegt. Ja, irgendwann mal. Irgendwann mal. Ja, cool. Genau. Und dann hatten wir den Rest eigentlich in Alu. Der Unterboden war vorher mal nur um den Tank verkleidet. Das haben wir jetzt hier alles ab. Das heißt, hinten ist der jetzt wirklich bestmöglich glatt, meiner Meinung nach. Mhm. Und vor dem Tank müssen wir halt den Rest wieder selber bauen. Wir zeigen jetzt noch einmal so die Gesamtansicht von hinten. Oh. Aber ich würde sagen, das sieht stimmig aus. Ist halt schon viel, aber ist noch nicht zu viel, ne? Ja, wahrscheinlich wäre es physikalisch wie auch immer sinnvoller gewesen, den noch weiter rausstehen zu lassen. Ja, aber wie sieht das aus? Aber ich wollte ihn halt genau mit dem Auto abschließen lassen, mit der Stoßstange. Das war so mein Plan eigentlich. Ja. Ja. Mhm. Und so ist es jetzt eigentlich geworden. Mhm. Ja, bin auch ein bisschen stolz drauf. Nee, sieht geil aus. Komm, wir gucken mal. Ich habe heute wieder meinen Werkstattpulli rausgeholt hier. Ja, ich schon. Genau die richtige Farbe für die Halle hier. Einmal was berühren, sonst kann wieder Bremse rein. So, der eigentliche Traum war ja gar nicht unbedingt der Diffusor, sondern du wolltest einfach den ganzen Unterboden glatt haben. Genau, es war schon mal ähnlich, allerdings hatte ich früher hier noch die Abgasanlage irgendwo in der Mitte. Mhm. Und ja, mittlerweile haben wir so einige andere Vorteile. Wir haben keine Spritleitungen mehr, die hier mal waren und so weiter. Das heißt, nächstes Jahr sollte es... Klar, man könnte jetzt natürlich einen Hilfsrahmen drunter bauen und das richtig glatt bauen. Mhm. Dann habe ich aber irgendwo hier draußen wieder dann so einen Boden stehen. Ne? Genau, das heißt, du würdest dann so auf die Höhe kommen, sage ich jetzt mal. Ne? Genau, und dann sieht es halt von außen doof aus. Und dann musst du irgendwie so eine Art Diffusor noch anbauen oder sowas. Ne? Irgendein Schweller, so ein Schweller an der Seite. So ein bisschen Straßenoptik wollte ich halt immer noch haben. Ne? Eigentlich ist es höher. Ja. Genau, also das kommt dann noch ein bisschen hoch, genauso wie du es jetzt drückst. Und dann passt das eigentlich ziemlich genau zu den Stellen, wo die Sitze stehen quasi. Okay, das heißt als nächstes Schablonen gemacht. Genau. Mit Spezialhaltern. Ja, yes. Ja, da habe ich einen Bohrer zwischengelegt erstmal, weil ich war alleine abends. Da muss man sich irgendwie zu helfen wissen.
Woraus soll die jetzt gebaut werden? Das hoffentlich alles aus Carbon. Ich hoffe, Artyom sieht das hier. Nein, wir haben schon ein bisschen was von ihm bekommen. Und das müsste ich eigentlich alles schaffen aus Carbon von ihm. Mhm. Wir haben da so verschiedenste Varianten. 1 mm, 2 mm, Sandwich und so weiter. Haben wir die, das wird die dünnere Platte. Genau, die haben wir leider doch. Haben wir? Wenn hier Sachen stehen da drauf. So eine, ich denke mal, es ist so 0,8 oder sowas. Ne? Ist relativ dünn. Das muss auf jeden Fall zu klein sein. Ja, aber ich glaube, wir haben davon noch ein größeres Stück. Wenn nicht halt Artyom bestimmt, bestimmt noch was. Ja, das wiegt eigentlich nichts. Ne? Das ist leicht Gewicht sein. Sein Vater. Sein Vater, genau. Okay, aber hier raus meinst du echt so... Die schmale Stelle definitiv, die größere hier hinten würde ich stabiler gestalten. Ich muss mal gucken, aus wie vielen Teilen ich das baue. Eigentlich träume ich davon, das nur aus zwei Teilen zu bauen, dann würden wir es natürlich ein bisschen dicker machen. Mhm. Mhm. Aber wir haben ja von ihm auch noch so eine Sandwich-Variante. Mhm. Also das ist jetzt hier... Das ist jetzt, glaube ich, gefühlt 0,5 oder so. Vierlagig ohne Sandwich. Also das sind wirklich vier Lagen Carbon einfach übereinander. Was heißt denn Sandwich? Sandwich heißt, holt Marius kurz, da kommt wie ein Schaumstoff, sage ich jetzt mal übertrieben. Das ist einfach nur, ich weiß gar nicht, aus was es eigentlich ist, aber da kommt nochmal einmal so ein, ja nicht eine Folie, es ist wirklich wie ein Stoff zwischen, der... sich natürlich auch mit dem Harz vollsaugt und diese Platte natürlich, wie ihr merkt, ultra stabil macht. Ne? Also das ist wirklich hier wie Brett. Ist allerdings auch schwerer. Ist deutlich schwerer, ist kaum noch leichter als Alu. Mhm. Also das ist dann wirklich schon für Anwendungen, wo es halt richtig stabil sein muss. Genau. Also das wäre eher so die Variante. Ich denke mal eher, dass wir die Mitte eher aus diesem dünnen bauen. Mhm. Und ich würde, glaube ich, eher ein paar Alu-Profile noch als Hilfsrahmen machen. Oder das, wie wir es bei dir damals gemacht haben. Genau. Ja. So, weil gerade hier hinten, ich glaube, wenn du hier so ein paar Längsdinger drauf nietest, ne, passt das schon ganz gut. Ja. So, und dann ist das Ding eigentlich komplett glatt. Jetzt kommt der letzte Teil. Dann fehlt vorne. So, erstmal, wo wir gerade beim Thema Platten sind. Wir werden nach diesem Video auf jeden Fall, wenn es euch interessiert, nochmal zu Artyom fahren und euch mal zeigen, wie so eine Platte überhaupt gebaut wird. Das ist nämlich richtig ein Tisch und so weiter, wo so eine stabile Platte entsteht. Mit Vakuum und so weiter wahrscheinlich. Genau, dann kann man da nämlich mal ein bisschen, die ist nämlich auch schön glatt auf der Seite. Ja. Das sieht schon richtig muttersportmäßig dann aus. Falls man da unterguckt, ist wenigstens glatt. Klar, ein Traum wäre natürlich gewesen, alles hier rauszubauen, ne? Ja. Aber zum Zeitpunkt, wo der Diffusor gebaut wurde, hatten wir da nicht genug von. Das sind nämlich so die allerersten Tafeln, die Artyom davon gebaut. Ja. Ganz viele Leute fragen nämlich immer wieder nach diesen Platten und deswegen haben wir uns überlegt, man könnte die ja mal bauen, anbieten und so weiter. Ja, aber ich werde es jetzt auch nicht nochmal neu bauen, jetzt bleibt es. Nee, ach, das passt doch so. Weil ich glaube, das 1,5er Alu im Verhältnis zu dem müsste man jetzt mal sich ein Stück schneiden und wiegen, aber so viel wird das glaube ich gar nicht mehr sein. Nee, weil diese Platte ist halt aber auch wirklich, ne? Die ist halt wirklich schon. Ja, die ist schon richtig stabil, ja, ne? Ja. So, okay. Jetzt aber weiter im Text. Eigentlich philosophieren wir seit Jahren noch über eine andere Sache, die wir gerne hätten. Und zwar, das ist hier vorne so eine kleine Lippe. Ja. Eigentlich war es sogar deine Idee, du wolltest sie unbedingt haben. Nicht, dass es wieder heißt, ich wollte die haben. Es passt jetzt zu hinten. Also jetzt, und nicht wie jetzt einige denken, hier irgendwie jetzt so 30 cm überstehen lassen, aber so ein bisschen würde ich vorne gerne überstehen lassen. Mhm. A, aus optischen Gründen und B, soll es auch einige technische haben. Mhm. Ich bin jetzt nicht, ich denke jetzt nicht, dass uns das irgendwie 2-3 km/h bringt, hupsala. Aber sollte man nur mal so grob anhalten, dass man so sieht, wie das so ungefähr soll. Du hättest sie gerne so, ne? Genau, also ungefähr so 10 cm soll das rüberstehen, natürlich im Radius der Stoßstange. Ja, ja. Also bis außen auch? Na, außen glaube ich nicht. Oder vielleicht minimal 1-2 cm und dann nur vorne so überstehen. Man kennt auf jeden Fall diese Schwerter, so früher DTM und so weiter, waren die ja überall drunter, ne? Irgendwie so. Die hatten ja auch so Stützen nach oben. Das muss ich nicht machen, mal gucken. Das Ganze soll halt wirklich die Luft vor dem Auto schon anfangen zu führen, ne? Das ist wirklich Luft oben oder Luft unten und gleich beruhigt, ne? Das Coole bei dem Auto ist, es passt jetzt natürlich von der Höhe her perfekt, ne? Du kannst ja natürlich also komplett... Ich habe alles probiert so zu bauen, dass es alles gerade so hier passt. Der Schlauch kommt noch ein bisschen anders. Und das wird hinterher wieder unten rausgucken. Hier kann ich halt die Tanks ablassen. Und dann ist eigentlich alles zu. Mhm. Und beim Motorschaden bleibt es oben drauf liegen. Ich glaube auch fast, dass die Platte sogar stabil genug ist. Ja. Dass, wenn die hier richtig fest ist, so 10 cm da kein Problem ist. Ja. Also ich glaube nicht, dass sie wegknickt oder ähnliches. Also ich hatte das in Alu ja schon mal, muss man dazu sagen. Nur nicht vorne überstehen.
Und da habe ich mir halt so große Schraubpunkte gesucht, so ein Stück Gewindestange runtergemacht und habe dann damit Schrauben das halt richtig nach oben zum Querträger abgestützt. Ich denke nicht, dass das abreißen wird. Also klar, bei 300 habe ich schon gut Kraft drauf, ne? Oder hoffentlich 300. Ich glaube, das Einzige, wo wir uns noch überlegen müssen, ist natürlich, wenn wir jetzt hier eine Kante vormachen, erzeugen wir natürlich schon wie so ein leichtes Windsegel. Ne? Da muss man sich schon nochmal überlegen. Was nicht, dass das hinterher wieder bremst, meinst du? Ja, es ist ja dann schon wie eine... Es staut sich so ein bisschen. Genau, das heißt, so. Entweder müsste man gucken, ob man doch das wieder ausspart. So, ne? Oder... Ja, wir machen kein Schwert. Vielleicht gibt es ja unter euch Leute, die sagen, nee, das ist eher kontraproduktiv. So, also Variante 1 ist hier einfach Schwert runter, bis hier rausstehend. Variante 2 ist einfach hier anfangen. Ab hier einfach nur? Ja, so war es ja die anderen Jahre, genau. Oder Variante 3, keine Ahnung. Cool wäre, wenn man die Kiste einfach in den Windkanal stellen könnte. Leider das, nicht bezahlbar. Das wäre natürlich Chef. Das Problem ist, es gibt ganz, ganz wenige Windkanäle, die auf der Größe, ich sag jetzt mal 250 oder 300 km/h Wind erzeugen. Ganz viele Windkanäle, die so viel Wind machen, arbeiten nur mit kleinen Modellen. Das heißt, man bräuchte erstmal wieder ein Modell von dem Auto, an dem man alles testet und so weiter. Ich glaube, da stand auch eine fünfstellige Summe im Raum irgendwie. Ne? Also der Tagessatz für so einen Windkanal ist schon... Ist schon heftig. Ja. Ja, hier sieht man auf jeden Fall nochmal Benzintank und diesen Entlüftungstank. Da waren wir, glaube ich, in den Videos noch gar nicht drauf eingegangen. Nee. Das ist quasi ein Double von der anderen Seite. Genau, das war wieder so zwei Tage vor der ersten Motorshow. Da musst du direkt noch tanken. Das ist einmal für die Wassermethanol der Tank und genau. Die andere Hälfte davon ist der Catch. Genau, der ist so zweigeteilt. Hälfte Wassermeter, Hälfte Catchtank für Öl. Hier lasse ich dann, kann ich den Öl-Catchtank ablassen, hier kann ich Wassermeter-Tank ablassen. Mhm. Ja. Genau. Ja, und hier sieht man von unten jetzt nochmal schön, wie eng das alles mit diesem 100er Netz hier ist, ne? Ja, mehr werden wir jetzt auch nicht reinkriegen. Das ist jetzt Ladeluftkühlermäßig. Ende, ne? Außer so, dass die Stoßstange vorpasst, ja. Ende. Ja. Gibt es überhaupt noch dickere Netze als 100? Bestimmt. Oder? Ja, aber das ist schon... Ja. Soll ja auch noch was beim Wasserkühler ankommen, ne? Die Endstufe. Ja. Okay, das heißt, als nächstes baust du eine Pappschablone hierfür wieder? Ja. Dann wahrscheinlich als allererstes erstmal übertragen darauf und dann gucken, ob den Hilfsrahmen brauchst du ja nicht. Genau, also in dem Fall denke ich, brauche ich keinen, weil die wird nur bis hier zur Achse gehen. Hier kommt dann noch der Auspuff. Haben wir den nochmal? Nein, nicht das hinten. Also es sind eigentlich nur 90 cm nach hier vorne. Den werde ich ein paar Mal verschrauben, hier eine Achse verschrauben und dann. Das heißt höchstens vielleicht hier genau in der Mitte nochmal irgendwie so ein. Ja, vielleicht. Aber ich war ja schon über 280 gefahren, da hat es gehalten. Also, es war eigentlich schon bretterfest so. Ja. Ja, okay. Keine Kommentare zu den Reifen, das sind nur Standfelgen. Die fahren nicht mehr. Die gibt es nochmal neu. Ja, ich würde sagen, so viel dazu erstmal. Jetzt wird erstmal hier weitergemacht. Pappe geschnitzt. Also nicht heute, heute ist zu kalt hier, aber vielleicht morgen.